Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, Hohes Haus. Es steht ja außer Frage, dass wir leistbare Wohnungen in diesem Land brauchen und dass wir zu wenig davon haben. Der Wohnungsmarkt ist ein Markt, in dem es eine hohe Nachfrage gibt und zu wenig Angebot, und das treibt natürlich die Preise in die Höhe. Wenn ich jetzt dieser Debatte gelauscht habe, so möchte ich aber feststellen, dass von der Regierungsseite eigentlich nicht wirklich Vorschläge gekommen sind, wie wir in diesem Wohnungsmarkt dazu gelangen können, ausreichend leistbare Wohnungen zur Verfügung zu haben. Herr Staatssekretär Fuchs, jetzt ist er gerade nicht da, geht hinaus. Von Ihnen habe ich überhaupt keine Vorschläge gehört. Von Ihnen habe ich nur Attacken gegenüber der SPÖ gehört und Attacken, warum dieser Vorschlag schlecht ist. Aber echte Vorschläge, wie wir zu leistbaren Wohnungen gelangen können, habe ich nicht gehört. Bei der Frau Kollegin Steinacker habe ich große Probleme gehabt. Ich meine, Eigentum ist Freiheit. Ja, ja, dem kann ich schon zustimmen. Wer das Glück hat, eine Wohnung geerbt zu haben, und viele Wohnungen werden vererbt, das wissen wir aus der Vermögenserhebung der Österreichischen Zentralbank, der hat halt ein Glück gehabt. Aber wer gehört zu den Glücklichen im Lande? Zu den Glücklichen im Lande gehören die 10% Reichsten, die unteren 50% Vermögensbesitzer, die unteren 50% verfügen über praktisch kein Einkommen. Schauen Sie sich einmal die Vermögensverteilungsergebnisse der ÖMB-Studie an und dann reden Sie weiter und hören Sie auf, den Kopf zu schütteln. So ist es. Diskutieren wir auf der Basis von Fakten. Und wenn die Frau Kollegin Steinacker als, ja, ich weiß nicht, für Sie ist bald irgendwas kommunistisch, keine Mehrwertsteuer zu zahlen, ist schon kommunistisch. Aber ich werde darauf noch zurückkommen, warum das für die unteren Einkommensbezieher von eminenter Bedeutung ist. Sie sagen, Sie bieten Lösungen an. Ja, Mietkaufwohnungen. Ja, okay. Aber erstens, von denen gibt es wenige. Und zweitens muss man natürlich über das notwendige Kleingeld verfügen, um sich die höheren Mieten zahlen zu können, mit denen man am Ende des Tages auch diese Wohnung erwerben kann. Und dann sagen Sie, Sie werden das Mietrecht novellieren und werden da soziale Komponenten einbauen. Naja, wann werden Sie es tun? Wo sind die Vorschläge? Wo sind denn die konkreten Vorschläge? Von Ankündigungen allein haben die vielen Mieterinnen und Mieter, die in teuren Wohnungen wohnen, gar nichts. Und noch eins jetzt zu den Verteilungseffekten im Bereich der Einkommen oder zur Entwicklung der Einkommen nach Einkommensklassen. Dazu ziehe ich den Einkommensbericht des Rechnungshofes und der Statistik Austria heran. Und da zeigt sich, dass sich die Bruttorealeinkommen der untersten 10% in den letzten Jahren, dass sie um ein Drittel zurückgegangen sind. Um ein Drittel zurückgegangen sind. Bei den Männern haben sie sich sogar um mehr als die Hälfte reduziert. Für die Einkommensmitte gilt, dass die Bruttorealeinkommen etwas niedriger sind, als sie vor 15 Jahren gewesen sind. Und für die 90% Bestverdienenden sind sie leicht gestiegen. Und vor dieser Situation muss man erkennen, und darauf hat ja die Frau Kollegin Rendi-Wagner hingewiesen, sind die Mieten um 80% gestiegen. Und jetzt frage ich Sie, wie können Menschen aus dem unteren Einkommensdrittel und den unteren 10% sich eine Wohnung in diesem Lande leisten, ohne dass sie nicht massive Einschränkungen in anderen Bereichen machen müssen? Und in dem Zusammenhang ist der Vorschlag, den die SPÖ gemacht hat, zunächst und auf den ersten Blick überzeugend. Schaffen wir die Umsatzsteuer auf Mieten ab. Aber auf den zweiten Blick sind damit natürlich eminente Probleme verbunden. Denn erstens, und darauf hat der Staatssekretär hingewiesen, bräuchte es eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie, um zu einer echten Steuerbefreiung zu gelangen. Das ist ein mühsamer Weg mit ungewissem Ausgang und garantiert nicht, dass letztendlich am Ende des Tages die Mieten sinken.
Und das zweite Problem ist aber, und da muss ich Ihnen, Frau Rendi-Wagner, widersprechen, die Abschaffung der Umsatzsteuer auf Mieten führt nicht zu einer dauerhaften Entlastung der Mieter. Das gilt allenfalls für Mieter, die in unbefristeten Mietverträgen wohnen, aber nicht für jene, die neue Mietverträge abschließen müssen oder für jene, die in befristeten Mietverträgen wohnen. Und das sind immer mehr Menschen in diesem Lande. Und für genau diese Menschen verpufft natürlich der Effekt der Abschaffung der Umsatzsteuer. Das heißt, wir haben es hier damit zu tun, dass jene Menschen, gegeben den Wohnungsmarkt, wie er ist, damit rechnen müssen, dass sie bei Neuvermietungen mit höheren Mieten rechnen müssen, weil eben wir in diesem Lande zu geringes Angebot an tatsächlich leistbaren Wohnungen haben und eine zu hohe Nachfrage. Und genau das ist das Problem dieses Vorschlags. Und die Vermieter können natürlich in dieser Situation jeden Preis verlangen, den sie verlangen wollen. Ja? Und wo landet dann dieser Mehrertrag aus den neuen Mietverhältnissen? Der landet in den Taschen der Immobilienbranche. Und das ist jene Branche, die sozusagen zu den Großspendern von Sebastian Kurz gehört hat. Ja, der Vorschlag ist aufs Erste überzeugend. Auf den zweiten Blick führt er aber nicht zu einer Stabilisierung des Wohnungsmarktes. Und er bietet letztendlich auch kein Beitrag, das ein ausreichendes Angebot an leistbaren Wohnungen garantiert. Und eines muss ich Ihnen schon sagen, meine Damen und Herren von der SPÖ, wenn Sie solche Vorschläge machen, die zu einem Steuerausfall in der Größenordnung von 1,2 Milliarden Euro führen, dann bin ich auch dafür, dass Sie Gegenfinanzierungsvorschläge machen. Und meine Damen und Herren von der SPÖ, warum schlagen Sie als Gegenfinanzierung nicht eine Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer mit einem Freibetrag von 500.000 Euro vor? Wenn es aber rasch gehen soll und die Absenkung für die niedrigen und mittleren Einkommen eine dauerhafte sein soll, dann habe ich einen ganz anderen Vorschlag. Der würde sofort wirken, ohne dass man in Brüssel verhandeln muss über eine Mehrwertsteuerrichtlinie. Senken wir die Sozialversicherungsbeiträge insbesondere für mittlere und untere Einkommen. Das hat denselben Effekt wie die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten, wirkt aber dauerhaft und für alle. Und wie finanzieren wir das gegen? Das finanzieren wir gegen durch eine Besteuerung von Erbschaften auf Milliardäre, jedenfalls auf Erbschaften der Top-Vermögensinhaber, der Top 10%, mit einem Freibetrag von 500.000. Das würde ausreichen, um diesen von mir eingebrachten Vorschlag zu finanzieren und den unteren und mittleren Einkommen zu garantieren, dass sie das erreichen dauerhaft, was sie erreichen wollen, mit einem mehr als fragwürdigen Vorschlag. Vielen Dank.